Moin moin und damit willkommen zu dem Teil 3 der RPG A Day 2018 Challenge. Und es soll heute um die Fragen gehen in Woche 3, Describe bzw. Beschreibe. Und damit fangen wir auch mal an. Nummer 13, Describe how your play has evolved bzw. beschreibe, wie dein Spiel sich entwickelt hat. Also ich habe jetzt im Verlauf der Jahre viel dazugelernt. Ich werde auch nach jeder Runde um eine Kritikrunde bitten. Das ist immer so das, was ich bei mir etabliert habe, wenn ich Spielleiter bin oder auch wenn ich selber spiele. Und ich frage dann gezielt nach, was hat euch gefallen und was hat euch nicht gefallen. Und da ist mir diese konstruktive Kritik eben sehr wichtig, damit ich weiß, aus meiner Sicht, klar, also ich weiß, was mir gefallen hat. Aber ich würde auch gerne wissen, was den anderen eben aus ihrer eigenen Perspektive gefallen hat und welche Konzepte sie dann gestört haben und was ihnen eben gut gefallen hat, damit ich das dann eben wiederholen kann, beziehungsweise damit ich dann eben meine Fehler dann in Zukunft unterlassen könnte. Und da ist dann einfach die Sache, dass ich mich da eben von Runde zu Runde versuche weiterzuentwickeln. Und das ist einfach ein sehr kontinuierliches Konzept. Das ist nichts, was irgendwie, so beschrieben werden kann, als ob da irgendwo ein Schalter umgelegt hat und dann das Plop gemacht. Nee, es war einfach eine Entwicklung über viele Jahre. Und das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Es ist einfach so, dass ich jede Woche neue Sachen dazulerne. Beschreibe einen erstaunlichen Fehlschlag. Describe a failure that became amazing. Unvergessliche Erlebnisse, die dann durch sowas wie ein Crit oder ein Patzer oder sowas verursacht werden. Da würde ich einfach mal die Szene beschreiben. Nachdem ich mit meinem Nandus-Geweihten in der Wildermark gestorben bin, durfte ich einen neuen Charakter bauen. Und wir haben dann die Wildermark auch nicht mehr weitergespielt, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Wir hatten dann die Alantha-Kampagne Rabenblut haben wir begonnen. Und ich habe dann meinen neuen Charakter eine halbe Stunde lang spielen dürfen, bis ich auf einen Tiger traf. Und dann dachte ich mir erstmal, dass ich mit meinem neuen Charakter doch auch kämpfen kann. Ja, so eine gewisse Tritttechnik. Und das hat nicht ganz so funktioniert. Ich hatte nicht so ganz viel Würfelglück. Und nach einer halben Stunde war mein neuer gebauter Charakter, in den ich dann eine ganze Menge Liebe auch schon reingesteckt hatte, ist dann gestorben und das war ein sehr erinnerungswürdiger Moment. Naja. Nummer 15. Beschreibe eine knifflige Rollenspielerfahrung, die du genossen hast. Ja, das sind eine ganze Menge Sachen, die ich jetzt im Laufe erlebt habe. Es sind vor allem dann die Szenen, wenn ich vor jemandem stehe mit mehr Macht und ich dann sehr darauf aufpassen muss, was ich sage, wie ich es sage, wie ich mich ausdrücke und welche Informationen ich dann gebe. Das können unter anderem mal auch sowas wie Rätsel sein, aber tricky RPG Experience, also knifflig. Man muss einfach aufpassen, was man sagt. Das ist so dieses, wie ich dieses tricky übersetze. Und da muss man eben sehr auf seine Worte achten. Ich finde sowas echt schön, wenn man dann auch ein bisschen gefordert wird und dann nicht einfach so plappern kann, wie einem da gerade, das einfach irgendwie so gerade in den Sinn kommt. Das finde ich immer ganz, ganz besonders schön, wenn man da drauf achten muss. Beschreibe deine Pläne für das nächste Spiel. Describe your plans for the next game. Das macht keinen Sinn, dass ich da jetzt irgendwie die nächste Sitzung einfach mal spoilere, was ich da so geplant habe. Ich habe da schon alles irgendwie vorbereitet. Das mache ich ja eigentlich immer so, dass ich eine ganze Menge im Vorfeld plane. Aber ich kann das einfach mal auf andere Spiele dann, transkribieren. Also es geht jetzt nicht unbedingt um DSA, sondern ich werde im Laufe dieses Jahres werde ich eben noch planen Warhammer 40k. Das ist ja das, was ich gezogen habe in der anderen Challenge. Ich werde weiter Cthulhu leiten. Da bin ich aktuell noch ein Spieler. Eventuell werde ich dann die Runde, wenn ich selber Spieler bin, auch nochmal hier uploaden. Das kommt drauf an, ob ich da dann die Erlaubnis für bekomme. Werdet ihr sehen, aber wie gesagt, es wird weiter Cthulhu geben. Es wird Warhammer geben. Ich habe auch ein bisschen vor sowas wie Hollow Earth Expedition oder ein paar andere Würfelsysteme auszuprobieren. Auch Splittermond habe ich noch ein bisschen mehr vor. Ganz generell habe ich sowieso eine ganze Menge vor, um auch abwechslungsreicher zu sein. Noch ein paar andere Rezensionen, vielleicht auch mal ein bisschen Hexen. Schauen wir mal, was so die Zukunft bringt. Aber ganz generell plane ich eine ganze Menge neue Spiele.
Beschreibe das beste Kompliment, was ich für mein Spiel bekommen habe. Das sind meistens Komplimente, die dann darauf gehen, wie ich meine Charaktere spiele. Und wenn ich da dann sehr tief im Charakter drin bin, wenn dann andere Leute meinetwegen auch Angst oder sowas vor mir haben, das finde ich auch mal ein ganz, ganz besonderes Lob. Wenn ich dann einfach am Tisch sitze und meine Charaktere so spiele, dass den anderen Leuten, dass die einfach nicht wissen, was sie da erwartet. Dass ich unberechenbar bin, das mag zwar in anderen Umfeldern, mag das gar nicht so sehr schön das Kompliment sein, aber jetzt hier in dieser Umgebung, zum Beispiel auch als ich da den Inquisitor gespielt habe in der die Genesis-Runde, das war zum Beispiel auch so ein Ding. Da habe ich dann im Endeffekt habe ich da von verschiedenen Spielern Lob bekommen für meine Darstellung, dass ich den da so hart habe gespielt. Das war auch teilweise, als wir vor 5 Jahren unsere Cthulhu-Now-Runde gespielt haben und ich dann einen Agenten, das war eigentlich ein NPC, ich habe als erstes geleitet und da gab es dann in diesem Abenteuer einen norwegischen Geheimagenten und den habe ich dann für mich als Spieler einfach mal übernommen und auch als ich den dann darstellen durfte. Das sind immer so ganz schöne Komplimente oder wenn man eben auch sehr, sehr dumme Charaktere spielt, wenn man einfach merkt, dass das nicht immer der gleiche Charakter ist, den man spielt, sondern wenn man da eben Abwechslung einbringt und jeder Charakter sich anders spielt und das dann eben auch gemerkt wird. Ja, Nummer 18, ein Kunstwerk, beziehungsweise ganz generell Art that inspires your game. Kunstwerk, das mich und mein Spiel inspiriert hat. Ich werde hier nochmal einblenden, das Bild vom Livestream Nummer, weiß ich nicht. Und ja, Nummer 11 war das, glaube ich, der Horror-Livestream. Das sind so Sachen, die mich ganz besonders inspirieren, die dann unter die Haut gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen, die mich dann zu solchen Bildern inspirieren. Und unter anderem, es ging da nicht um Spinnen, sondern um Würmer, die unter dem Auge saßen. Aber auch das war ja auch schon Teil von einer Cthulhu-Runde, die ich geleitet habe in dem Krankenhaus. Ich werde das nochmal oben verlinken, wenn euch das interessiert, drückt auf das i, es sind nur 5 Folgen. Ich glaube, das waren ein bisschen mehr als 2 Stunden, das kann man schnell gucken. Das war eine ziemlich intensive, immersive Runde. Und ja, das finde ich dann immer besonders gelungen, wenn mich Kunst so zu Abenteuern eben auch motiviert. Auch wenn das Abenteuer vorher schon existent war, aber genauso etwas ist halt da passiert. What music enhance your game? Das ist wahrscheinlich Erdenstern. Das kann ich einfach mal so sagen. Die begleiten mich, uns seit quasi Beginn der Runde. Ich habe da relativ früh nachgefragt, ob ich die Musik benutzen darf. Die haben mir gesagt, ja, ist okay. Und seitdem benutze ich Erdenstern unter meinen Videos. Und ja, die tragen sehr dazu bei, dass ich da mit meinen Runden, dass so eben auch, dass das getragen wird, dass es das gestützt wird, das, was wir erleben, eben durch die Musik von Erdenstern, aber eben auch Tabletop Audio, also der Künstler da, der macht ja auch unglaublich viel mit seinen 10-Minuten-Loops. Und da, das hilft auch sehr viel weiter, zumindest finde ich das, ja. Gut, dann haben wir die Frage 19 und die Woche 3 auch abgearbeitet und ich entlasse euch wieder für diese Woche und wir sehen uns dann in Woche 4 wieder. Bis dann, ciao.